Er ist Hundeversteher und Hundesportler. Lukas Pratschka. Er befasst sich intensiv mit Hundetraining und hat mit seinen Hunden schon mehrere Auszeichnungen erzielt. Er kennt die Probleme und hat die passende Lösung. Unterstützt wird er dabei von seinen Hunden Falco, Choke und Turner. Ein besonders wichtiges Thema ist natürlich auch der Maulkorb beim Hund. Das Training ist die eine Sache davor, bevor ich damit loslegen kann, ist es aber wichtig, dass ich mir einen aussuche, der meinem Hund auch wirklich passt. Deswegen bin ich jetzt in der Fressnapf-Filiale und lass mir erklären, welcher Maulkorb für meinen Hund Falco der beste ist. Du musst auf das achten, dass er hecheln kann und dass er Wasser trinken kann, das ist ganz wichtig. Ich würde jetzt den von Dogs Creek empfehlen. Der ist angenehm leicht für den Hund, er ist weich. Und eben, du musst schauen, dass er innen nichts scharfe Kantenmäßig hat. Dass nichts kratzt oder sonst irgendwie. Perfekt. Ein kleiner Tipp: Am besten immer, wenn ihr einen Maulkorb in der Hand habt, einmal mit der Faust hinein und dann ein bisschen bewegen. Solltet ihr da scharfe Kanten spüren, ist der Maulkorb auf jeden Fall nicht zu empfehlen und ihr müsst nach einem anderen Ausschau halten. Wie wir jetzt damit trainieren, zeige ich euch gleich. Dafür brauchen wir aber auch noch etwas. Aus Leckerlis, ein Spezialleckerli, Leberpastete zum Beispiel und einen Klicker würde ich da auch empfehlen. Den Klicker arbeiten wir, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Fehlen also, glaube ich, nur noch die Leckerlis. Genau. Leckerlis für den Maulkorb eben, dann nehmen wir die Leberpasteten her. Den dann haben wir ein besonderes Leckerli. Ein besonderes Leckerli, ganz auch. Genau. Und dann nimmst du einfach nur so kleine Leckerlis, die was der dazu. Zum Reinklicken quasi. Genau. Perfekt, dann haben wir alles. Perfekt. Legen wir mit dem Training los. Beim Maulkorb-Training gehe ich eigentlich in zwei verschiedenen Schritten vor. Im ersten Schritt möchte ich, dass mein Hund das Ding erstmal positiv verknüpft. Das heißt, ich schmiere eine Leberpastete in den Maulkorb hinein, halte das meinem Hund hin und sage jetzt ein Kommando dazu, wie zum Beispiel Maulkorb. Jetzt lasse ich ihm das einfach nur ausschlecken. Er verbindet nämlich jetzt die Position direkt mal mit das Positive. Wir haben das jetzt schon einige Male gemacht. Wenn das funktioniert und der Maulkorb ist ausgeschleckt, dann kommt jetzt das Nächste. Ich möchte, dass der Hund nicht nur da hineingeht, wenn er etwas Leckeres drin riecht, sondern sich den auch alleine anzieht. Dazu biete ich dem ziemlich knapp vor der Nase an. Und sobald er da mit seiner Nase hineinkommt oder sich ein bisschen annähert, gibt es eine Belohnung von mir hinterher aus der Hand. Das ist ganz wichtig, das ist dann nämlich keine Bestechung, wenn ich ihn hineinlocke, sondern der Maulkorb ist wirklich leer. Und wenn mein Hund einen Ansatz zeigt, das selbstständig mit seiner Nase reinzukommen, dann gibt es von mir eine Belohnung hinterher. Im Idealfall gebe ich die Belohnung auch noch im Maulkorb. Maulkorb? Super, fein machen. Wenn das so funktioniert, dann verlängere ich jetzt die Zeitspanne, die mein Hund mit der Nase im Maulkorb drin ist. Wenn er jetzt da reinkommt, gibt es nicht mehr sofort die Belohnung, sondern ich warte, ob er die Position hält. Und erst wenn er sie wirklich länger hält, kommt von mir der Klick und die Belohnung hinterher. Jawohl. Falco, Maulkorb. Super, gut gemacht. Wenn das jetzt schon so funktioniert, dass er die Nase hineinsteckt, dann gilt es jetzt Stück für Stück als dritten Lernschritt, die Zeitspanne auszudehnen bzw. den Riemen hinten zuzumachen. Falco, Maulkorb. Super, gut gemacht. Ich verlange am Anfang nicht zu viel von ihm, sondern gehe wirklich in kleinen Trainingsschritten vor, damit er seine Zeit hat, das auch wirklich Stück für Stück aufzubauen und nicht gleich auf einmal den Maulkorb draufzubekommen und dann damit loslaufen zu müssen. Wenn das so funktioniert und der Riemen kann schon zu sein, dann versuche ich auch, dass ich erstmal Schritt für Schritt steigere. Das bedeutet, wenn er jetzt den Riemen drauf hat, lasse ich ihn einen Schritt zu mir kommen, dann kommt der Beißkorb wieder runter und er bekommt seine Belohnung. Den Schritt kann ich dann ausweiten auf 2, 3, 4 und natürlich dann später mal auf einen ganzen Spaziergang. Wenn er das wirklich so Stück für Stück macht und nicht zu schnell vorgeht, kann der Hund sich die Zeit nehmen, das wirklich positiv zu verknüpfen und ihr habt dann einen gut aufgebauten Maulkorb. Viel Spaß beim Training!